Also im Normalfall sind immer so um die 100 Leute konstant während der Pandemie zur Kleiderkammer gekommen und wir hatten vor ein paar Wochen beispielsweise mal 170 Leute. Also es schwankt immer und jetzt, wo es kälter wird, wo Saisonwechsel ist, kommen natürlich noch mehr Leute, um sich frisch einzukleiden, um sich warme Wintersachen zu holen, die sie bisher bei den milderen Temperaturen noch nicht gebraucht haben. Was aber auf alle Fälle mehr geworden ist, dass die Leute in der Stadt sichtbarer geworden sind. Und die Menschen sind halt auch inzwischen in Randbezirken angekommen oder in Bezirken, wo man das früher nicht so gewöhnt war. Steglitz-Zehlendorf, es geht raus bis nach Rudow. Und es ist einfach sichtbar, dass mehr Menschen ohne Wohnung auf der Straße leben. Also dass die Träger, der Senat, aber auch die Bezirke zusammen da an einem Strang ziehen und wir perspektivisch als Senat dort eine stärkere Steuerung übernehmen. Das war klar, das gilt noch nicht in dieser Kältehilfesaison, sondern da wird dann für das nächste Jahr werden die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet.